Ich schneide die Sequenz hier mal, bevor der Vlog anfängt, rein, denn wir wollen happy enden und es wird hier gleich ein bisschen, naja, emotionaler, sag ich mal. Ich gebe euch einen kleinen Einblick in mein privates Leben zu Themen, die ich so auf Social Media einfach nicht teilen würde. Deswegen kommt auch immer nur ein kleiner Abschnitt und die kompletten ausführlichen Stories gibt es dann in dem Bossy-Tagebuch. Das ist nur in der Bossy-Box erhältlich und das zweite von 6 Teilen aus dieser Box. Und ich werde euch jetzt schon mal so einen kleinen Einblick geben, damit ihr wisst, was euch erwarten wird. Willst du das jetzt wirklich teilen? Okay. Der Montag mit Papa war uns heilig. Ich spürte seine Freude durchs Telefon, aber auch sein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ihm ist mit der Zeit bewusst geworden, dass kein Geld der Welt dir das geben kann, was deine Familie dir gibt. Alles ist nebensächlich. Arbeit, Erfolg, Geld, Gastronomie, einfach alles. Ich weiß, dass Papa nur für uns jeden Tag hart gearbeitet und alles gegeben hat, damit es uns nie an etwas fehlte. Und es fehlte uns wirklich zu keiner Zeit etwas. Aber manchmal hätte ich mir lieber einfach nur meinen Papa gewünscht. Ich freute mich riesig, dass Papa jetzt länger bei uns zu Hause sein würde, aber irgendwie konnte ich es in diesem Moment, soweit ich mich erinnere, nicht so wirklich zeigen. Vielleicht war ich einfach gerade unglücklich verliebt oder kann auch sein, dass ich die Matheaufgabe einfach nicht lösen konnte. Wie auch immer. Aber an das Ende des Telefonats mit Papa kann ich mich bis heute und für immer im kleinsten Detail genau erinnern. Als wir fertig waren, verabschiedete Papa sich von mir. In diesem Moment war ich schon dabei aufzulegen, als ich aus dem Telefon noch ein "Ich hab dich lieb" hörte. Aber ich hatte bereits aufgelegt. Mist. Rufe ich Papa jetzt nochmal zurück, um ihm zu sagen, dass ich ihn auch lieb habe? Egal, ich sag's ihm heute Abend. Leider konnte ich es Papa nicht an diesem Abend und auch sonst nie wieder sagen. Denn das war der Tag, an dem ich seine Stimme zum letzten Mal hörte. Und statt mich zu fragen, was die Frau am Ende der Wiese gerade von mir denken muss, entwickeln sich 100 Glücksgefühle in meinem Kopf, weil mich gerade nicht gejuckt hat, was diese Frau am Ende der Wiese gerade von mir denken muss. Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Dass sie denkt, du bist verrückt? Dass sie denkt, du hast sie nicht mehr alle? Wer ist sie, dass dir das wichtig sein muss? Denkst du am Ende deines Lebens zurück auf diese Situation und wirst sagen, ey, wie gut, dass ich nicht über diese Wiese gelaufen bin, sonst hätte die Frau total falsch von mir gedacht. Oder bereust du eher, dass du nicht einfach das gemacht hast, worauf du in diesem Moment Bock hattest? Denkst du, diese Frau erinnert sich am Ende ihrer Tage noch an dich zurück? Wisst ihr, wo ich die Pausen verbracht habe? Auf der Schultoilette. Jetzt aber wirklich so, wie ihr euch das aus den Highschool-Filmen vorstellt. Nur ohne Tablett und Pausenbrot. Ich schwöre euch, ich hatte keinen Bock mehr auf niemanden. Und mit der Zeit kamen auch immer mehr Dinge ans Licht, die mich immer mehr und mehr enttäuscht hatten. Die Realschulprüfungen standen bevor und ich versuchte mich einfach nur noch darauf zu konzentrieren. Jeden Morgen bin ich aus dem Schulbus gestiegen, sah diese scheiß Schule vor mir und dachte mir einfach nur noch, nicht mehr lange, Luisa. Realschulabschluss fertig machen und dann verpisst du dich hier. Und Freunde, ich will hier wirklich aus meinem Herzen und aus meinen tiefsten Gedanken schreiben und es mit euch teilen. Soll ich euch sagen, woran es lag? Aber anscheinend war mein Bauch irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet hatte, aber vermutlich verstummte ich einfach nur und packte mein Pausenbrot ganz schnell wieder weg. Tja, und ab diesem Tag fing die Scheiße an. Also das knallpinke Top mit den Spaghetti-Trägern war auf jeden Fall Geschichte, kann ich euch sagen. Und mit der Zeit fing ich an, immer weniger und weniger zu essen. Manchmal war es morgens ein Apfel und nachmittags vielleicht nochmal eine Kleinigkeit. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass man das aber auch nur für eine bestimmte Zeit durchziehen könnte. Irgendwann kam dann die Phase, in der ich mir einfach alles reingeschoben habe, was ging, weil ich einfach nicht mehr konnte. Nach so einem Ausbruch schwörte ich mir jedes Mal selber, morgen ziehst du aber wieder durch. Manchmal schaffte ich es den nächsten Tag für ein paar Wochen lang wieder. Manchmal schaffte ich es aber auch nicht und sagte mir, na gut, nur noch heute, dafür aber ganz sicher morgen. Also stopfte ich mir dann nochmal wirklich alles rein, denn morgen musste ich wieder streng zu mir sein. Oftmals war es so viel, dass mir richtig übel wurde und ich Rückenschmerzen bekam. So ging es über Jahre. Ein ständiges Hin und Her. Wenn ich viel gegessen hatte, machte ich nie Sport. Wenn ich wenig aß, umso mehr. Ich habe über Jahre einfach kein Gleichgewicht gefunden. Ich konnte nicht essen, bevor ich keinen Sport gemacht hatte, und Sport machte für mich keinen Sinn, wenn ich viel und auch ungesund gegessen habe. Zu dieser Zeit bin ich auch kaum noch aus dem Haus gegangen.
So, Dirties, das war ein klitzekleiner Einblick in ein paar Themen aus diesem Buch. Ihr werdet sehr, sehr viel private Geschichten von mir darin finden, was ich einfach wirklich nur in diesem Buch mit euch teilen werde. Auch über die Mädchen-WG, über die Zeit allgemein im Fernsehen, über noch so viele andere Themen, die mich beschäftigt haben, die was aus mir gemacht haben, positiv oder negativ, und die mich manchmal auch heute noch beschäftigen. Genau, das ist das zweite Teil aus der Box. Die nächsten Teile verrate ich euch ganz, ganz bald. Und ich habe auch noch auf den letzten Seiten Platz für euch gelassen, für eure Gedanken, für eure Geschichten, dass wir uns quasi ein Tagebuch teilen. Und solltet ihr die Box kaufen und das Tagebuch besitzen, könnt ihr da gerne reinschreiben. Und wenn ihr mögt, mir auch eure Geschichten erzählen zu bestimmten Themen, einfach was euch bewegt und mir das schicken. Und dann lese ich mir das gerne durch und schreibe euch, weil manchmal ist es schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. Mireille? Hier ist der Brunder. Ach, das. Kennst du den nicht? Nee. Das ist der Olches Comparo. Ah. Gebaut, lass mich lügen, 1915, glaube ich. Nein. 19.15 Uhr, also 19 Uhr, also gestern. Endlich angekommen im Hotel. Wir haben ganz oben die Freiluftterrasse gewählt. Du wirst heute Abend nicht schwitzen beim Schlafen, ich verspreche es dir. Alter, wie viele Etagen hat das Ding? Drei. Fünf. Renn dann los! Du brauchst erstmal eine Karte! Oh Silke, ich freue mich auf unser Wellness-Wochenende, ne? Und ich mich erst! So. Endlich mal die Männer zu Hause gelassen! Oh, endlich! Oh, tolle Butze hier! Ach, klasse! Oh, guck mal, hier können wir häkeln! Oh, klasse! Ich dachte, ich kann jetzt die Golden Gate Bridge sehen! Tolles Gebäude. Ja. Na? Wow. 13 Gedichte. Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los. Der Lehrling eines Zauberers setzt seine Anfängerkenntnisse der Magie ein. Das ist doch kein Gedicht, Mann. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sich, haarsacht. Oh mein Gott, bist du Studiohund Baloo? Howdy, Freunde! Wir sind hier gerade bei Absolut Radio mit Marcel. Ey, das hat gerade so Spaß gemacht. Wir haben gerade aufgenommen, ein bisschen gesappelt und... So viel Lachflash gehabt, Alter. Ja, wirklich. Die zwei sind nicht mehr normal, wirklich. Ich dachte schon immer, ich bin krank, aber die zwei... Komm mal her! Ich sag euch, das ist hier richtig so ein Wohlfühlort. Ja, wir waren vorher richtig aufgeregt. Mireille sagt, unnormal. Du hast ein bisschen Schiss in der Büchse. Ja, aber hier ist richtig geil. Ich zeige euch das Studio jetzt mal ein bisschen. So, hier saßen Mireille und ich eben, haben uns den Arsch abgeschwitzt. Ja. Hier ist Marcells Area. Ey, der Typ ist, der ist ein Profi. Seine Übergänge, ne? So spontan, er hat Übergänge gemacht, wo ich mir dachte, Alter, ich schwör's, mach nochmal. Genau so waren die. Ey, guck mal, was die hier haben. Ich habe eben schon gefragt, was das ist. Das ist einfach... Man hört da nicht. Genau, also wenn man mal ein Telefonat führen will oder über irgendjemanden, einen Teamkollegen lästern will, geht man hier rein. Ey, hört man. Sag mal was. Baloo dreht durch. Was ist los? Baloo, sie telefoniert. Sonst gehst du gleich in die Box rein. Genau. Ey, wow. Das sind wir. Mireille, bist du das? Nee, du auch. Ja. Mireille, komm, mach mal einen Ratschlag. Komm, zeig mal, was du kannst. Du, der mach jetzt mal einen Ratschlag. Ach, du Kacke. Nee, lass lieber. Alles gut. Ey, ich dachte, da kommt jetzt richtig was. Das war... Ey, ich schwör's dir, du kommst so selbstbewusst an, dann soll ich auch mal machen. Ja. Voll erwartet, das geht so richtig rein. Boah, lass das nach. Du machst dich aber auch ganz schön breit, Alter. Ich brauche meinen Platz. Massiv. Ey, hast du das eigentlich schon mal gehabt? Das habe ich mich schon immer gefragt, ob es so im Radio ist, dass man so mal laufen lässt, aber eigentlich gerade ein Song ist und man dich hört oder so. Ja, also gut, hier ist es so, dass wenn wir jetzt live wären, dann werden die Mikrofone quasi weiß und sobald die an sind, sind die rot und dann leuchten auch die Studioboxen rot und hier oben leuchtet ein ganzes Licht rot. Also damit man auch sieht. Also das ist wirklich der letzte Idiot und der wieder nicht versteht. Alter, halt's Maul. Aber schön, dass ihr da seid. Huhu! Howdy! Howdy! Alter, wo bist du denn hängen geblieben? Vor dem Western. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna
Anders. Sorry, Baby, wir sind ein bisschen anders. Stell mir einfach vor, wie ich gerade zum Auto bin und mir denke, ja, Mann. Ja, Mann. Und jetzt bringt ihr noch etwas raus. Beziehungsweise, es ist schon draußen. Es ist eure Box. Richtig. Ja. Wie heißt die? Die Boss. Warte, die Bossy Box. Stay strong, keep calm, keep going. Be yourself or be nobody. Love yourself and have fun. Ich habe zum Beispiel so eine Duschhaube. Frag mich nicht, warum ich mir die gekauft habe. Sie sagt, ich klaue mir die. Also man soll sich die eigentlich in Hotels klauen und nicht kaufen. Sowieso. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Münchenrunde, ja. Rinse, ja. Kannst du mal aus dem Weg gehen, das ist ganz blöd. Ach du, nun haben wir schon angefangen. Mach mal rauf, bitte. Du Lieselotte, ich glaube, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um dir was zu sagen. Bitte, Lieselotte. Nee, tut mir leid. Mein Tag ist schon genug stressig heute. Der Jonas, der ist heute umgeknickt. Der brüllt im Auto wie sonst was. Aber Lieselotte, ich wollte doch... ich hab dafür keinen Kopf jetzt. Ich möchte einfach meine Pizza essen in Ruhe, einfach mal runterkommen. Ja. Den ganzen Tag stressig. Okay, es tut mir leid. Hörst du die Musik? Das ist... Opa Mijano, Vota mi via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quere luna, te di un favore. Ein neuer Morgen. Es war so scheiße, neben Mirel zu schlafen. Sie redet so viel im Schlaf. Du hast auch geredet. Aber Digga, du hast richtig viel gesappelt, Alter. Ich war noch wach und Mirel hat schon geschlafen. Und dann sagt sie auf einmal so, after, nicht art, after. Du redest einfach von einem Arschloch, ne? Du weißt, dass after Arschloch ist. Hast du von Arschlöchern geträumt? Nein. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall gerade frühstücken. Ich zeig euch das mal. Frühstück. Frühstück. Das ist sogar bayerisch, oder? Frühstück. Traurig. Wie ist ja moi. Na Mirel, das ist doch voll dein Brot hier. Gerade das Roggen-Dinkel-Knusperknäuel, oder? Naja, wenn es ein schön weiches ist, dann mag ich's. Nein, wirklich, du musst es mal probieren. Ja, ich weiß. Nicht immer nur Weizen. Ich mag das auch, aber Weizen schmeckt halt besser. Die Weizen schreiben die Kommis. Team Weizen. Du hast hier. Nee, hier. Genau, hier. Ja, nee, hier noch. Kurz vorm Auge. Ja, genau. Perfekt, ist weg, ja. So, Mirel und ich gehen jetzt noch, bis unsere Bahn kommt, ein bisschen... Das ist eine Statue von dir, Dude. Aber die wurde ein bisschen auf die Nase geschissen. Soll ich dir dazu was sagen? Erzähl. Wer einen Schiss auf die Nase... Der hat Glück in der Phase. Reflex! Mirel und ich machen gerne auch immer so momentan Plattdütsche Sprüche. Mal gucken, ob ihr erratet, was sie sagen. Wer der Blöde, die Rübe. Wer der Rübe, der Brude. Wenn der Öden blöd ist, dem der Öden blöd ist. Ne? Nur du willst das ist echt machbar. Ja. Komm, man muss nur den richtigen Winkel finden. Und dann rein, ne? So, wir haben jetzt eine Sightseeing-Tour gemietet. Eigentlich nur, weil wir zu faul sind zu laufen. Und wir wollen ein bisschen Fahrtwind schnuppern. Aber nein, ach, kein Problem. Kleine Abkühlung. Ja, ist gut bei dem Wetter. Wir haben uns jetzt Kopfhörer besorgt. So, und jetzt werden wir mal uns ein paar Infos. Ja, was über, ich höre, glaube ich, auf Französisch heute. Ich glaube, ich nehme. Viele wussten es ja nicht, aber Miran und ich. Meine Ohren. Wir wurden. Das für die Nasenlöcher. Auf jeden Fall hören wir uns jetzt mal an, wo wir überhaupt sind. Weil ich weiß gar nicht, wo wir sind. Du? In Frankfurt. Gut, dass ich mir gestern noch ein neues Kleid gekauft habe. Ja, nee, sonst kriegen wir einen Sonnenbrand, ne? Ich hab so Hunger. Das glaubst du gar nicht. Wir haben jetzt mal geswitcht, weil das Kleid, das hat immer so gerutscht. Wir haben uns jetzt getrennt und jeder... Geht seinen eigenen Weg. Ey Leute, das war die schlimmste Entscheidung unseres Lebens. Ich dachte, schön windig hier und so am Arsch. Ich hinterlasse hier einen Fleck auf dem Sitz. Wir freuen uns gerade so, wenn er endlich los wäre. Atmend. Oh ja. Ich fahr mal schneller. Lass mal auf Autobahn.
Filmbude. Warum? Wenn die München sehen wollen, können die selber eine Sightseeing-Tour buchen. Ja, nu, ich zeig denen, dass es sich lohnt. Du klaust denen voll den Job. Nee. Ist nicht mehr auszuhalten. Wir haben locker 58 Grad, ey. Scheiße, wir haben nicht mal Wasser mitgenommen. Kann nicht meine Oberlippe schwitzen. Digga, wenn das das Einzige, was ich schwitzen würde, bei mir würde ich mich freuen. Wasser! Und wie war's? Ein edler Tropfen. Also einfach so tun, als wäre da Wasser drin. Ja? Weißt du, ja. Geht das dann? Alles eine Kopfsache, ne? Oh, lecker. Jetzt auch, ja, trink. Ey, geh mal runter, guck mal, die haben hier locker trinken. Ich geh nicht, und du denkst auch, ich geh da runter und da steht auf einmal eine Bar mit einem Typ. Guck doch wenigstens mal. Nee, da ist nichts. Wir sind doch da reingekommen. Wir haben es geschafft. Boah. Ich sitze einfach im Kühlregal. Ey, wenn ich überlege, wie viele Menschen einfach kein Wasser haben und in dieser Hitze oft einfach erstmal kilometerweit gehen müssen, um Wasser zu finden, dann denke ich mir, wir haben es einfach so gut und wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben. Unglaublich, wirklich. Deswegen, Freunde, immer dankbar sein und immer euer Leben zu schätzen wissen. Ey, dieser ganze Hauptbahnhof hat 16 Stühle. Mirel und ich hocken jetzt hier so rum. Mirel, kannst du mir mal den Nacken pusten, damit mir ein bisschen frisch wird? Ich glaube, ich kipp mir ein bisschen über den Kopf. Nein. Da. Okay. Aber das geht fürs... Das ist so schön. Entschuldigung, warst du gerade bei den Olympischen Spielen? Die Seefahrt, die ist lustig, aber die Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man von der Länder und so manches sagen. Way back to Hamburg, back to Hamburg. Guck mal, wir haben es hier uns schon eingerichtet, Momo. Kann ich dir was geben? Wow. Tomate, Mozzarella, Banane. Und wo ist die Toilette? Hier ist das Schuhregal. Mülleimer, du, das ist, also ich sag nur so viel. Haben wir uns mal erste Klasse gegönnt. Oh, diese Lotte. Muss ja sein. Gut. Leute, wir haben ja gerade dieses Licht entdeckt. Mega. Voll geil, lass mal an. Was willst du damit? Alter, liest du oder was? Nein. Ein Schattenspiel.